Herr Bayer, was mich als allererstes interessiert, was sind eigentlich die Vorteile, die eine pauschal dotierte Unterstützungskasse zu bieten hat? Ja, was bringt die pauschal dotierte Unterstützungskasse? Im Wesentlichen sind es ja drei Punkte. Das eine ist das ganz große Thema Innenfinanzierung. Das heißt, die Liquidität bleibt im Unternehmen, die Liquidität fließt nicht unüberbringlich aus dem Unternehmen ab und ist zumindest eine Liquiditätsreserve Form einer Kriegskasse und was immer auch man damit machen möchte. Das zweite ganz wesentliche Punkt ist das Thema Mitarbeiterbindung. Bei Zusagen, die in der Effektivität 2- bis 3-mal so groß sind, je nachdem, wie gut die Mitarbeiter sind oder wie jung die Mitarbeiter sind und je nachdem, wie die Verzinsung erfolgt, ist natürlich eine ganz andere Effizienz als bei einer klassischen Versicherungslösung. Wenn ich mir die steuerlichen Vorteile anschaue und natürlich das Thema, dass hier auch in gewisser Weise noch ein Arbeitgeberzuschuss möglich ist, der das Ganze natürlich nochmal erhöht, dann erreiche ich natürlich ganz erhebliche Mitarbeiterbindungswirkungen. Wenn die Mitarbeiterbindung aber nicht geklappt hat, haben wir immer noch deutliche Liquiditätsgewinne und Fluktuationsgewinne aufgrund der Fluktuation des Mitarbeiters. Und das dritte und ganz wesentliche Punkt ist, dass ich natürlich die Anlage, die Rückdeckung in Sach- und Realwerte vornehmen kann. Das heißt, entweder ins eigene Unternehmen, in Wachstum, in neue Niederlassungen, neue Maschinen oder ähnliches oder ganz klassisch in Real- und Sachwerte am Kapitalmarkt investieren kann. Das sind die ganz großen Beispiele und natürlich das Entscheidende, ich kann das immer individuell auf mein Unternehmen zuschneiden, individuell für das jeweilige Unternehmen konzipieren und kreieren.